Franziskaner. Das ist... Ruhe im Karton. Es geht ja nicht um irgendwelche Biersorten. Meinte ich doch gar nicht. Franziskaner, das ist für mich zuerst einmal Lichtmetaphysik. Wie es von innen nach außen geht und dann strahlt es von außen wieder zurück. Und in der Mitte dreht es sich. Das sieht schon schön aus. Ja, aber es sieht nicht nur schön aus, es soll auch die Entstehung der Welt erklären. Wie aus einem großen Lichtblitz heraus und dann erstmal entfaltet sich der ganze Raum wie so ein Zelt. Das klingt nach moderner Urknalltheorie. Puff! Und das Weltall dehnt sich aus. Ja, und das Echo des Lichts strahlt von außen wieder zurück. Hintergrundstrahlung, Astrophysik. Eigentlich erstaunlich, womit sich die alten Bettelmönche schon damals beschäftigt haben. Ja, außer ja. Mit dem Bierbrauen natürlich. Ja, also die Parallelen sind schon erstaunlich. Licht ist eben ein gutes Erklärungsprinzip, schon weil es sich so geometrisch verhält. Lichtstrahl und Zahlenstrahl, das sind beides Geraden. Tja, ohne Licht sieht man nichts. Pappenduster, kein Licht, keine Erkenntnis. Das Kabel ist raus, einen kleinen Moment. So. Ja, jetzt sehen wir uns wieder. Da fällt mir Bonaventura ein. Licht als Bild für die Seele und für die Vernunft. Ja, aber auch die niederen Seelenteile, die schon die Tiere haben, die sind auch eine Art Licht. So wie die Glühwürmchen. Ach Quatsch, so natürlich nicht. Obwohl manche von den Heiligen sollen eine Ausstrahlung gehabt haben, dass man es auch äußerlich sah. So wie ein Heiligenschein. Genau. Früher hat man den Heiligenschein auch so gemalt. Tja, was die moderne Technik alles so zaubern kann.